Herzlich willkommen aus Heidelberg. Wir blicken heute zurück auf den letzten Spieltag der Baskets, also den 10. Spieltag mit dem Spiel in Speyer und blicken voraus auf die Partie am Samstag gegen Ludwigsburg. Bei uns heute ist Center Anne Zipser. Hallo Anne. Ihr habt in Speyer einen überzeugenden, klaren Sieg gelandet. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand, es war ein guter Einstieg so, jetzt zurück ins neue Jahr. Klar hatten wir das ein oder andere Mal einen Hänger und wir müssen irgendwie dahin kommen, dass wir 40 Minuten mal volle Power gehen. Dennoch haben wir mit 40 gewonnen und ja, ich finde, damit kann man eigentlich ganz zufrieden sein. 95:54, Speyer konnte in erster Linie mithalten durch sein Center, durch die Jesse Edwards. Du hast relativ schnell drei Fouls kassiert. Beschreib mal so ein bisschen den Kampf unter dem Korb gegen sie und auch gegen die anderen Spielerinnen unter dem Korb. Worauf kommt es an, vielleicht das eine oder andere Foul weniger zu kassieren? Ja, also Dennis und Serena haben viel mit mir geredet nach dem Start der Saison, der nicht so glücklich für mich war. Und haben dann ein bisschen was in meiner Mentalität geändert, was meine Gegenspielerin angeht. Das ist entweder machst du keinen Korb, weil ich gute Defense spiele oder ich faul dich. Und das ist leider am Anfang des Spiels mit Fouls gesegnet gewesen. Und leider haben wir da auch nicht so schnell gecheckt, dass ich alle drei Fouls bekommen hatte. Wir dachten eigentlich, dass Liv das eine oder andere noch bekommen hatte. Und deswegen war ich dann erstmal die erste Hälfte leider auf der Bank. Und ja, konnte dann aber bewundern, wie Anna, Bell und Liv den Job super erledigt haben, was auch irgendwie schön ist. Ja. Anna Meusel hatte dann eine ganz tolle Phase, ist im zweiten Viertel mit 8 Punkten. Insofern ist das ja auch eine Stärke der Baskets in der Saison, die Ausgeglichenheit des Kaders. Ja, Kampf unter dem Korb, den wird es am Samstag vermutlich auch geben, 17:30 Uhr, das Heimspiel gegen Ludwigsburg. Bidi Krell kommt zurück nach Hause sozusagen, die Spielerin, die mit den Baskets vor 2 Jahren aufgestiegen ist. Dann gibt es noch die Alexandra Berry. Was erwartest du am Samstag an Kampf unter dem Korb? Also ich erinnere mich noch, wie ich aus Würzburg wieder zurückkam nach Heidelberg und ich war definitiv motiviert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Vicky richtig reinhauen wird. Ich freue mich allerdings sehr auf das Duell, weil ich A, gerne gegen Postspielerinnen spiele und nicht nur gegen Vierer, also auch gegen richtige Fünfer, die gerne ihre Moves auspacken. Und ich weiß nicht, in dem Hinspiel haben Liv und ich es eigentlich ganz gut geschafft, die ein bisschen in den Boden zu wenden. Und haben relativ schnell gecheckt, was so deren Bewegungen sind und konnten die dann in der zweiten Hälfte auch besser im Schach halten. Und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können. Wie stark schätzt du Ludwigsburg ein? Ihr habt ja drei Viertel doch relativ Mühe gehabt, es war knapp, 53:53 stand es zwischendrin, ehe ihr dann davon gezogen habt. Was erwartest du für eine Art von Spiel am Samstag? Ich gehe davon aus, dass sie das wieder versuchen werden und dass sie da top motiviert sind. Andererseits, finde ich, haben wir uns weiterentwickelt und das ist so ein Fauxpas wie in Würzburg. Der Start wäre sehr grauenvoll, dass uns sowas nicht mehr wieder passiert. Okay, der 11. Spieltag steht an, aber ihr habt die Playoff-Qualifikation am letzten Wochenende schon sicher gemacht, weil Würzburg dein ehemaliges Team in Bamberg verloren hat. Aus dem Halbfinale rausfliegen könnte also nicht mehr. Wie siehst du die weitere Saison? Ihr habt ja jetzt nach Ludwigsburg dann auch das Spiel gegen München. Ja, setzt ihr die Siegesserie fort? Natürlich. Nee, also die Spiele München-Bamberg, die werden auf alle Fälle interessant. Also ich bin erst einmal gespannt darauf, wen München alles mitbringt. Das wird entscheidend sein und ich bin auch mal auf Warner gespannt. Die habe ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und die war beim Hinspiel nicht dabei. Und ich glaube, es wird auf alle Fälle spannend und die werden wir auf alle Fälle auch in den Playoffs wieder treffen. Also wird auf alle Fälle interessant und dann sollte man auf alle Fälle in die Halle kommen. Ja, das Spiel gegen München ist aber erst eine Woche später. Jetzt geht es erstmal um die Partie am Samstag gegen die BSG Basket Ludwigsburg um 17:30 Uhr im ISSW. Die Studierenden der Uni haben alle freien Eintritt. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. Das Rahmenprogramm ist auch wieder klasse. In der Halbzeit wird die Gruppe Skills to Move auftreten und die Blue Magic Cheerleader aus Viernheim sind wie immer auch dabei. Anne, alles Gute für Samstag. Vielen Dank fürs Interview. Das war's aus Heidelberg und tschüss. Danke.